gefallen. Ein Deutscher spricht mit einem Russen und fragt, was nimmst du gegen Erkältung? Der Russe sagt, ein Glas Wodka und gegen Kopfschmerzen ein Glas Brandy und gegen Schnupfen ein Glas Rotwein. Wie wäre es mit Wasser? Solche Krankheiten sind mir nicht bekannt. Also, ja, Wodka haben sie probiert, Souvenirs angeschaut, haben sie unsere Wirtschaft unterstützt ein bisschen. Ein wenig, ja, schade, ein wenig, sonst geht sie zugrunde langsam, ja. Nun, bei uns sagt man, die Frau, die nichts kostet, ist auch nichts wert. Ja, stimmt das? Ja. Nein? Aber man fragt sehr oft, kann eine Frau aus einem Mann einen Millionär machen? Ja, sie kann, falls der Mann ein Milliardär ist, ja. So. Nun, da, gucken Sie mal nach vorne, da sehen Sie hier viel Interessantes. Auf der rechten Seite sehen Sie Akademie der Künste, ja, die erste Hochschule für Maler und Grafiker und Bildhauer. Und links zwei Sphinxe, sehen Sie diese Sphinxe? Die kamen aus Ägypten im Jahre 1832, ja, und stehen seitdem hier, wurden nicht geklaut, stellen Sie sich mal vor, sondern gekauft in Ägypten. Nun, ja, und vorne, schauen Sie bitte mal nach vorne, dank Peter dem Ersten haben wir mehr Touristen als Moskau. Warum? Weil Petersburg an der Ostsee liegt und wir haben 9 Hafenterminale. Hier vorne sehen Sie nur 2. Also, nun, hier sehen Sie vorne 2 große Schiffe, aber hier, wissen Sie, liegen Schiffe mit kleiner Wasserverträgung an. Ja, mit großer, die liegen weiter an der Ostsee. Ja, auf der rechten Seite liegt schon die Ostsee und dort stehen noch 9 Hafenterminale. Nun, über die Verkündigungsbrücke kommen wir direkt zum Stadtzentrum. Rechts und links vor uns sehen Sie ja schöne kleine Palästchen. Hier links und rechts sehen Sie, da die sehen ja ganz schön aus, aber die gehören jetzt entweder verschiedenen Organisationen oder ja zum Beispiel das Beschhaus links, also dort ist ja Standesamt. Ja. Da hat man ja in vielen Palästen bei uns sowas gemacht, wie Standesamt war, weil unsere jungen Leute nicht in der Kirche heiraten, sondern am Standesamt. Und im Sommer wird bei uns viel geheiratet, im Winter viel geschieden. Сейчас вот налево, вот куда все машины едут, вот налево. So, im Winter können die schönen Bräute ihre Kleider nicht demonstrieren. Auf der linken Seite sehen Sie das Nikolaus-Schloss. Das Schloss gehörte dem Vetter des letzten Zaren, dem Großfürsten Nikolaus. Er war ja der Patron der Gardekavallerie, ja, der Chef der Gardekavallerie. Und hier wird ja das Kulturzentrum sein, ja, das Kulturzentrum in diesem schönen Gebäude. Nun, und hier beginnt ja die Gardekavalleriestraße, weil der Großfürst Nikolaus der Vetter, der Chef von der Garde war, ja. Und Gardeoffiziere gehörten zu der oberen Schicht der Gesellschaft. Sie haben ja in großem Luxus gelebt. Das vorne auf der rechten Seite sehen Sie seine Kasernen rechts, ja? Das sind die Kasernen der Gardeoffiziere. Sie haben hier praktisch keine Kasernen, sondern prachtvolle Wohnungen. Сейчас мы налево, направо едем, вот у светофора. И на Исаакиевскую Каню, где гость стоит. So,
Nun, diese, auf der anderen Seite sind ja ihre Pferdeställe, ja, wo sie ihre Hengste aufbewahrten. Und da sie, wenn sie keinen Krieg führten, so hatten sie wenig zu tun. Also jeden Tag haben sie hier Reiten geübt, in diesem Gebäude rechts. Sehen Sie, das ist die Garde Kavallerie Manege, die größte Reiterhalle in der Stadt. Und früher hatten wir in jedem Stadtbezirk solche Reiterhallen. Nun, manche hat man vernichtet mit der Zeit, manche sind erhalten geblieben. Diese dient als der größte Ausstellungsraum der Stadt. Und hier hat der letzte Zar und die Offiziere Reiten geübt. Nun, und diese Manege verbindet ja zwei Plätze. Und vorne sehen Sie den Isaac-Platz, der Platz, der Mitte des 19. Jahrhunderts entstand, mit der Errichtung der Isaac-Kathedrale. Gucken Sie mal auf der linken Seite. Sehen Sie die Isaac-Kathedrale, die größte und schönste russisch-orthodoxe Kirche. So, sie wurde 40 Jahre lang gebaut. Nach dem Entwurf des berühmten französischen Architekten Auguste Montferrand. Im Jahre 1858 war sie fertig und diente seitdem als Hauptkathedrale des ganzen Landes. Und sie wurde mit fantastischer, sie wurde mit unwahrscheinlicher Pracht ausgestattet. 400 Kilo Gold hat man ja für sie verwendet und mit 13.000 Tonnen von Halbedelsteinen war sie geschmückt. Nun, mit der Errichtung dieser Kathedrale entstand der Isaac-Platz, den Sie vorne sehen. Auf diesem Platz sehen Sie unser Rathaus. Wenn Sie ja nach vorne gucken, so sehen Sie das Gebäude mit zwei Fahnen drauf. Das ist ja das Rathaus. Oder das Mariinsky-Schloss. Maria war die Tochter von Nikolaus dem Ersten. Dessen Reiterstandbild Sie im Zentrum dieses Platzes sehen. Und er starb 1850. Nun, und an der Fassade dieses Gebäudes sehen Sie fünf Orden, mit welchen unsere Stadt ausgezeichnet wurde in der Sowjetzeit. Und auf dem Dach zwei Fahnen, die rote Fahne mit zwei gekreuzten Anker und Zarenzepter ist die Fahne von St. Petersburg und weiß-blau-rot, das ist die Fahne von Russland. Sie zeichnete Peter der Erste im Jahre 1705 und seitdem haben wir diese russische Fahne.